Okay, ich glaube, wir sind wieder. Ich glaube, wir sind wieder online, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Einige technische Schwierigkeiten. Wir machen einfach mal auf Fortsetzen und hoffen, dass jetzt wieder alle zugucken können und dass es richtig läuft. Oh Gott, ey! Jetzt erschreckt mich schon dieser dämliche. So, wo waren wir? Alles klar, meine Bekannte sagt mir, alles läuft wieder. Thanks, Oni. So. Wir waren gerade an dieser geilen Kurve hier. Sind einen Meter in diese Richtung gegangen und seitdem hören wir jetzt diese tragische Musik. Und ich überlege, ob ich jetzt geradeaus gehe oder nach links. Ich gehe einfach mal nach links. Meistens be ich bewerte so. Fuck it! Oh, es war die falsche Richtung! Nein, du hast mich nicht gesehen und du kommst auch nicht hinterher. Gut, dann gehen wir eben geradeaus. Wir gehen geradeaus. Wir schleichen. Wir müssen schleichen. Oh, 1000. Ja, genau. Hä? Sind wir jetzt im Kreis gegangen? Das ist ja wohl nicht euer Ernst jetzt! Hey, du! Oh, Dude. Wie soll ich jetzt an dem vorbeikommen? Was hat er denn? Aber der sieht mich, oder? Alter. Ey, der dreht sich gleich um und wird uns sowas von die Schelle geben. Bro? Kollege, alles gut? Guck mal, der hat keine Hose an. Man muss sich die Gegner immer... Boah, der wird sich gleich sowas von umdrehen und uns ficken. Ah! Versuch ihn abzulenken? Sie ihn ablenken! Mit einer Trillerpfeife wedeln oder was? Soll ich ihn denn ablenken? Boah, da kriege ich aber Wuschigkeiten von. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Bro? Wo ist er denn jetzt? Egal. Alter? Scheiß drauf, einfach weiterlaufen. WTF, ey. Ich will hier rein, ich will hier rein. Oh, damn it! Vorne oder innen? Innen! Innen! Fuck! Fuh! Verdammte! Ja, lauf! Halt die Fresse! Was weiß ich, aus welcher Richtung der kommt? Mann, der hätte auch vor mir spawnen können! Diesmal sind wir schlauer. Diesmal nehmen wir so einen Kieselstein und werfen ihm den an den Kopf. Ja, jetzt ist er natürlich weg. Ah, oh, jetzt taucht er bestimmt gleich wieder vor uns auf oder so. Vor uns, hinter uns. Jetzt mache ich die Tür auf und er taucht wieder hinten auf. Wetten? Wetten? Okay, oder auch nicht. Machen wir die Tür wieder zu. Hallo? Jetzt machen wir die Tür auf und er taucht hinter uns auf. Was für ein Scheiß. Ich will nach oben. Echt, hier unten ist es richtig gruselig. Okay, da oben will ich eigentlich auch nicht hin. Na gut, okay. Warum habe ich jetzt wieder panische Musik? Oh, what the fuck? Was ist unter mir? Was zur Hölle? Warum habe ich panische Musik? Anstatt einfach weiter zu klettern. Nein, wir gucken nach unten. Vielleicht ist da ja irgendwas. Vielleicht ist auch irgendwas über uns. Einfach weiter klettern, weiter klettern, weiter klettern, weiter klettern. Go, 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 go. Oh, Alter. Solche Dinge begleiten sie in deinem Leben lang. Wer konnte sie gewinnen? Der Staat ist verrückt. Wer würde es tun? Okay, ich würde es nicht tun. Boah, nee, ey. Irgendwas hat mein Windows gerade. Mein Windows möchte mir irgendwas sagen. Hallo. Danke.
Ah, sind wir wieder oben. Schön. Vier Türen, eine ist offen. Wir gehen mal durch die, die offen ist. Naja, immerhin. Dann lassen wir die auch auf, damit wir wissen, dass wir da schon waren. Okay, die lässt sich nicht bewegen. Die schon. Dunkler Gang, machen wir wieder zu. Gucken wir uns erstmal die hier an. Ist ja im Prinzip auch nicht wirklich besser, oder? Oh Gott. Hallo? Ey. Wollte mich verarschen. Erstmal gucken, wie tief es da runter geht. Tief. Die Bezeichnung tief muss uns eigentlich reichen. Eigentlich will ich da gar nicht runter. A, weil mich interessiert, was in dem anderen Gang war. Und B, weil es immer tiefer runter geht. Hallo? Okay, da ist eine Tür. Geräusche von leidenden Menschen. Keine Truhe, aber zwei Zünderbüchsen. So. User was moved out of your channel. Ah. Damn it. I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No. I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon. I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Ach, wer weiß. Oh Gott! Dunkler geht's nicht mehr, ne? Hallo? Oh ja, hier fühle ich mich sicher. Laboratorium. Ja, wie auch mit den Holzbalken davor, du Captain Genie-Kopf. Aber ich habe einen Hammer, vielleicht hilft mir das. Bam. Nö. Komm mit Schaufel. Jesus! What the fuck? Nicht Jesus! Nicht Jesus! Nicht Jesus! Scheiße! Licht aus und raus! What the fuck? Okay, wir versuchen es nochmal. Dieses Mal gehe ich da nicht dicht daran. Redet der mit uns? Sicherlich nicht, Kollege. Nein? Bestimmt nicht. Ganz ehrlich, würdet ihr dem helfen? Ich meine, der hat nicht mal mehr einen Mund. Muss ich das tun? Ich warne dich, ich schlitz dich auf. Der wird nicht ohne Grund angekettet sein. Ah, oh, fuck. Leuchtende Augen. Geringe Aussichten auf Erfolg. Den Tod als Gewissheit. Worauf warten wir noch? Let's go. Thank you.
Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say? You've hurried too much. Alexander is toothless without an awl. He has one. That's not very promising at all. The sector is basically impenetrable. Ich warne dich. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my a long Oops. Time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken wall and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak mana, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Na schön, Kollege, du hattest Glück. Aber ich hätte dich fertig gemacht! Hier ist noch eine gruselige Tür. Oh boy. Hallo. Oh, hier ist ja gemütlich. Hier mache ich Urlaub. Ich will raus hier. Lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Wenn hier jetzt was spawnt, dann drehe ich ab. Hat sich da gerade was bewegt? Nein, ich habe schon Halluzinationen. Wir gehen einfach mal nach oben. Habt ihr auch diese Geräusche gehört? Fleisch. Boah, ich will diese Tür nicht öffnen und ich will da auch eigentlich gar nicht reingucken. Was war das? I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus Rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory. But my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Okay. Schade, ich dachte, hier ist jetzt irgendwas. Ich wusste doch, dass diese Räume nicht nur völlig sinnlos sind. Oh boy. Ist nicht gut. Okay, aber wir haben Fleisch aufgenommen. Vielleicht ist es ja was Sinnvolles. Oh fuck it! Nicht aus. Okay, Licht an und weg. Alter. Hallo? Nö? Nein? Sind wir jetzt von da oder von da gekommen? Wir sind von... Da müssen wir hin. Altarraum. Oder Altar. Oh boy. Oh, eine andere Farbe. Das ist doch mal was. Also das erinnert mich ja schon so ein bisschen irgendwie so an Herr der Ringe. Oh, eine riesige Tür. Das ist nicht irgendwie... Wir haben hier jemals eine große Tür. Was hat er denn jetzt? Hat er psychische Schäden?
Yep. Oh boy. What the fuck? Ein Licht! Und noch mehr Blüten! Orpheus? Ich kenne nur Morpheus. Alter, das sieht sowas von creepy aus. Guck mal, wenn man sich die ganze Zeit dreht, sieht's noch bekloppter aus. So, von da kommen wir, glaube ich. Oh, damn it! Oh, damn it! Er hat mich gesehen! Er hat mich gesehen! Ist immer noch da. Hm. Ob wir den irgendwie loswerden? Ich weiß nicht, wir lassen mal eben eine Minute verstreichen. So viel Zeit muss sein. Der Kenner genießt und schweigt. Nicht wahr? Oh boy. Da ist er. Er hat uns nicht gesehen, das weiß ich. Er hat uns gesehen, damn it! Gut, jemand anders wäre vielleicht um sein Leben gelaufen. Du darfst nicht aufgeben. Ja, da hat er durchaus recht. Wo sind wir? Hier war ich noch nie! Wo bin ich aufgewacht und wo sind wir? Ernsthaft, wo sind wir? Das ist ja richtig scheiße. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, eine Wunderlampe. Ich will den Genie. Komm hier, reib die Wunderlampe. So, was haben wir denn hier so Schönes? Eine komische Statue, Kaffeebecher, Kaffeedings oder Bong oder was auch immer. Ah, der Heilige Gral, sowas gibt's ja auch. Und ab in die Kiste damit. Ab in die Kiste damit. Zack, naja, whatever. Und du? Ah! Boah, ist nur eine Statue. Hab ich eben gar nicht gesehen. Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Ein Zettel. Oh nee, ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorne beginnen, seitdem ich von Apriga gefundene Kugel zurückgewonnen habe. Hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall will. Ich muss gehen. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben. Die Kugel ist gesprungen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft. Und ich muss mich mal eben anders hinlegen, weil mein Bein schläft ein. Ja, habe ich eben noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen, es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen. Selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch in ihre Macht oder auch mit dem Vergangenen geben. Vergessen. Soll uns jetzt sagen, wir sollen die Teile der Kugel finden, aber das wissen wir doch eigentlich schon. Ja, wenn er da wieder steht, ne, dann gibt's hier Tote. Vor allem, weil ich jetzt nicht weiß, woher ich gekommen bin. Ich gehe einfach weiter geradeaus. Ja, genau wegen dieser Gründe wäre ich einfach weiter geradeaus gegangen. Weil da hinten wieder irgendwas aufgetaucht ist. Mach die Tür auf. Hallo? Das ist kein Teil einer Kugel. 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me
ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They're all wicked men. And I remind myself, I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed... Okay. Ich meine, man kann sich ja wirklich vieles angucken, aber müssen wir da wirklich runter? Müssen wir nicht, das ist ja praktisch. Warum leuchten die? Okay, sie leuchten, ich habe sie angeleuchtet. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ein Eimer Teer! Was soll ich bitte mit dem Eimer Teer? Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ist das hier der Weg, wo es in die Matrix geht, oder was? Okay. Es wird eine Kuh gebildet, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Der Sockel im Teil, wenn die Kugel passen könnte, eine schwere Tür blockiert den Weg. Na toll. Ja, bei den Folterräumen waren wir doch eigentlich schon, oder? Irgendwie. Wir sind ja jetzt, sind wir irgendwie im Altar oder so, im Altarraum. Und wir sollen in die Folterräume, oder was stand hier? Liegen in den Folterräumen versteckt. Oh boy. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me. How dare you? Heißt so viel, wir gehen jetzt wieder zurück. Hauptschiff? Oder sind die... Moment mal, oder... Nee. Moment. Kein Denkfehler machen. Oder sind die Folterräume da, wo ich eben, These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Aber das hilft mir jetzt noch nicht so wirklich weiter, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Dad, I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Rein, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Okay, und somit haben wir auch einen Freund gefunden. Wo sind denn jetzt diese Folterräume? Hä? Gumi, I'm Heinrich Cornelius Agrippin. I was once quite important to you. Baron Alexander sustained my soul. She deserved it, that little bitch. Ja,
sind denn die Folterräume? Verdammte Kacke. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt erstmal weiter nach den... Wir haben einiges geschafft und bevor wir jetzt weiter nach den Folterräumen suchen, machen wir hier wieder eine kleine Pause und machen dann das nächste Mal weiter.